Dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute endlich auch mal wieder physisch. Freuen uns, dass Sie da sind. Freuen uns vor allen Dingen, dass du da bist, Michael. Herzlich willkommen bei uns in Braunschweig als neuer Chefcoach. Bevor wir zu dir kommen, würde ich aber erstmal das Wort an unseren Geschäftsführer Sport, Peter Vollmann, geben. Peter, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wieso die Wahl auf Michael gefallen ist und was so die Gründe der Verpflichtung waren. Ja, wir haben natürlich in den letzten 14 Tagen viele Gespräche mit Trainern geführt und bei denen wir dann letztendlich den Eindruck gewonnen haben, dass die meisten Übereinstimmungen da sind, ja, mit dem, was wir uns auch so ein Stück weit auf die Fahne geschrieben haben. Ja, in der sogenannten Kommission war ja Wolle Benz als mein Geschäftsführerpartner und Dennis Kruppe involviert. Wir haben auch die Gespräche gemeinsam geführt. Und da, wo es dann die meiste Übereinstimmung gegeben hat, da haben wir dann finalisiert, haben final gesprochen. Und letztendlich ist dann die Wahl auf Michael Schiele entschieden worden. Und dazu kann man sagen, die Philosophien der sogenannten neuen oder anderen Generationen, Trainergenerationen, sie sind im Ansatz, denke ich, zu 90% fast identisch. Ja, das hat auch so ein Stück weit damit zu tun, dass Frank Wormuth da einen großen Einfluss bei der Fußballlehrerausbildung gehabt hat, die ich damit nicht als kritisieren will, sondern das ist einfach ein Fakt, einfach eine Tatsache. Und wir haben aber gemerkt, dass bei identischen Ansätzen aber der Mensch eigentlich das Entscheidende ist, wie er das vermittelt in nahezu auf allen Ebenen, ja, in puncto Ansprache, Mannschaftsführung und natürlich letztendlich die Art und Weise, wie er das der Mannschaft auf dem Platz vermittelt. Das waren so im Grundstock, da werden sicherlich gleich noch die ein oder anderen Fragen kommen. So, das war im Ansatz unsere Herangehensweise. Ja, und ich denke aber, am besten kann das Michael selber erklären. Er ist zum Beispiel ein ganz anderer Typ Mensch als sein Vorgänger Daniel Mayer. Aber ich übergebe jetzt erstmal zurück an Denise, die dann das Weitere macht. Genau, dann fragen wir dich doch mal. Seit Sonntag ist bekannt, dass du neuer Chefcoach bei uns bist. Wie waren denn so die ersten Tage als Eintracht-Trainer? Wie hast du die Zeit so erlebt? Ja, danke Denise. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich möchte erst noch ein paar andere Worte, bevor ich dann auf die Frage zurückkomme, loswerden auch. Ja, die Gespräche waren sehr gut, wie es der Peter schon gesagt hat, dann auch mit Dennis Kruppke noch dabei, mit Wolfram Benz noch dabei. Und ich möchte mich auch für das Vertrauen, insbesondere dann beim Peter dann auch im sportlichen Bereich dann auch bedanken, dass ich den Trainerjob dann auch haben darf. Es ist auch so, dass wir gestern auch schon beim Aufsichtsrat und Präsidium gute Gespräche geführt haben. Auch da nochmal herzlichen Dank. Ich möchte noch einen kurzen Rückblick dann auch geben in die letzte Saison. Ja, ist leider dann zu Ende gegangen, wie es zu Ende gegangen ist. Ist schade. Ich denke, dass Daniel Mayer auch dann schon auch bis zum letzten Tag oder das offen gehalten hat und alles versucht hat. Die ersten Tage waren anstrengend, aber ist normal dann nach so einer Zeit oder wenn dann auch der Trainer präsentiert wird. Wir haben die letzten 3 Tage dann auch einiges in die Wege geleitet, aber ich habe natürlich auch hier schon gesehen, auch wenn jetzt nicht viel in der Geschäftsstelle los ist, weil natürlich auch noch Homeoffice angesagt ist, aber dass ich auf sehr, sehr offene Menschen getroffen bin, dass wir auch schon eine Vorstellungsrunde gemacht haben über Teams oder über Web und da sitzt natürlich ein ganzer Block drin gewesen mit 40, 50 Personen und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Verein, sehr viel Personal hier. Hat mir Spaß gemacht. Wir waren im Stadion auf dem Gelände unterwegs, wir haben etliche Gespräche schon geführt, wir haben Platzwart kennengelernt und das ist für mich auch sehr wichtig, wo ich schon auch mal vorne wegnehme, dass man jeden mit ins Boot nimmt, dass man die von oben angefangen bis dann auch runter zum Platzwart alles, dass man da im Teamgedanke dann auch hat und das dann auch so vorlebt und jeder da diese Schritte dann auch mitgeht. Vielen Dank, Michael. Dann war es das von uns und ich würde die Fragerunde eröffnen, kurzes Handzeichen und die Johanna kommt mit dem Angelmikrofon. Dann Daniel Mau von der Braunschweiger Zeitung.
Ja, Herr Schiele, auch von uns herzliches Willkommen. Sie haben ja gerade schon ein bisschen die Eindrücke geschildert. Jetzt durch den Abstieg natürlich Eintracht jetzt nicht positiv in den letzten Wochen in aller Munde gewesen. Wie haben Sie das wahrgenommen von außerhalb und hat Sie das so ein bisschen so auch skeptisch oder sage ich mal mit sehr viel Respekt lässt sich diese Aufgabe dann angehen, wenn Sie dann die letzten Wochen Revue passieren lassen, wo ja auch im Umfeld viel Unruhe war? Also Respekt gehört immer rein, egal was in der Vergangenheit war, was auch in die Zukunft betrifft. Ich glaube, Respekt ist ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor auch. Klar hat man das dann auch wahrgenommen, wenn man die Leute hier kennt, weil man dann auch den einen oder anderen Spieler kennt, wo man auch noch Kontakt hatte. Es ist sehr, sehr schade, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass der Abstieg dann dasteht. Ich denke aber, dass man auch nicht zu viel nach hinten schauen soll. Natürlich muss man auf jeden Fall darüber reden. Man muss auch Konsequenzen oder muss klare Sachen da auch machen, klare Ansagen auch machen. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Konsequenz. Es ist eine ganz andere Ansprache dann auch vorne. Und ja, Fußball, jeder Spieler, sage ich mal, wo er auch im Kader ist, ich glaube, der ist Fußballer geworden, um dann auch zu spielen. Und alles andere muss man dann sehen, wie das auch weitergeht. Ja, Respekt muss da sein, hat mich aber nicht abgestreckt, diese Aufgabe dann da auch hier zu übernehmen, weil ich ja absolut überzeugt bin von der Stadt. Wenn man hier, ich sage immer, wenn man hier als, ich war ja nur als gegnerischer Trainer oder Spieler dann auch hier, wenn man hier um die Ecke gefahren ist, vorne um der Tankstelle, da hat man schon Angst bekommen oder muss man schon vorsichtig sein, weil da das ein oder andere auch mal geflogen ist vielleicht und so. Da muss man wieder hinkommen, dass man das dann auch leben, so wie es die Fans leben, wie es die Stadt leben. Und das wollen wir dann auch hoffen in Ansätzen zu Beginn. Aber das wird dann auch irgendwann ja, in Fleisch und Blut übergehen bei jedem Spieler. Und das ist das, was wir dann für die Zukunft auch brauchen. Dann Lars Rücker von der Braunschweiger Zeitung. Ja, Sie haben ja schon gesagt, den Platzwart kennen Sie schon. Zum Funktionsteam gehören natürlich noch ein paar mehr. Gibt es schon Wünsche? Co-Trainer, da hat man schon mal so einen Namen gehört. Wie sieht es darüber hinaus aus in Ihrem Trainer- und Funktionsteam? Zum Glück habe ich Platzwart schon kennengelernt, weil es wäre schlecht, wenn der jetzt im Urlaub war und nächste Woche geht's los und die Plätze sind vielleicht nicht so, wie man sich's vorstellt als Trainer dann auch. Und klar, Funktionsteam habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, aber das werden wir dann nächste Woche dann auch machen zum Trainingsstart. Im Trainerteam sieht es so aus, dass ich auch meinen Co-Trainer hierher holen werde, dass da noch jetzt, ja, dass das eigentlich kurz vor Ende oder vor Abschluss ist dann auch und dass man da so eine Person auch dabei hat, wo man weiß, wie man in den letzten, ja, auch zusammengearbeitet hat. Es wird sich auch sonst noch was im Verein machen. Wir sind in guten Gesprächen drin. Vielleicht ist auch einer ein bisschen mit Stallgeruch noch dabei. Muss man dann auch mal abwarten. Und das andere, wie gesagt, gute Gespräche, kurz vorm Ende auch. Und wir denken, oder ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass es dann auch bis Ende dieser Woche vielleicht schon oder Anfang nächster Woche dann auch alles erledigt ist. Daniel. Peter Vollmann hat es ja gerade schon gesagt, Philosophie ist immer ein großes Wort im Fußball. Wie würden Sie Ihre eigene Philosophie beschreiben und was glauben Sie, kann man die überhaupt in der dritten Liga unter den Bedingungen, die auch eine sehr körperlich harte, ausgeglichene Liga ist, umsetzen? Ja, von meiner Philosophie, man macht ja immer dann auch Analysen nach Spielen oder nach Quartalen, sage ich mal. Ich denke, dass ich auch nicht weit von meiner Philosophie, wo ich in Würzburg gezeigt habe, dass wir da abweichen wollen. Wir wollen schon eine intensive Spielweise haben. Wir wollen aber auch eine große Balance im Spiel haben. Wir wollen jetzt nicht nur auf zweite Bälle gehen. Es ist aber auch so, dass es ein ständiger Prozess ist. Es ist so, dass man keine eingespielte Mannschaft hat oder es kommt ein neuer Trainer her, dann hat er neue Ideen, dann muss man viel arbeiten. Wir haben 5 Wochen Zeit, dann, um uns auf den ersten Spieltag auch vorzubereiten. Das ist auch so Step by Step. Es wird nicht alles am Anfang klingen, aber wichtig ist, dass die Jungs, die wir holen, dass sich die voll mit der Aufgabe hier vereinen lassen, dass die wissen, auch, was wir wollen und dass die dann auch so diesen Weg, so wie es die Stadt, wie es die Fans, wie es der Verein vorlebt, das dann auch mitgehen.
Nassrücker. Wenn man auf Ihre vorherigen Stationen guckt, dann fällt ja auf, dass Sie eher so in der Südecke bisher trainiert haben. Jetzt ist es der erste Schritt raus, nicht ganz in den hohen Norden, aber zumindest ein paar Kilometer weiter weg, vielleicht auch von der Familie. Hat es da auch Überwindung gekostet? Ja, Überwindung, man spricht natürlich dann auch zu Hause, ja, Familie, zwei Kinder, die sind natürlich, der Kleine, sage ich mal, es ist nicht so froh, dass ich jetzt von jetzt auf nachher wieder weg bin, aber so, da hat man drüber gesprochen und es ist dann auch, wenn man den Job macht, dann weiß man auch, dass es weiter mal geht. Es waren, ich will es gar nicht als glückliche Umstände in der Vergangenheit sagen, weil es kann ja auch Vorteile oder sind ja auch Vorteile. Man ist jetzt hier alleine, man kann sich voll auf das Projekt dann auch konzentrieren, noch mehr konzentrieren und es ist auch nicht so, dass die Familie gar nichts mit dem Fußball zu tun hat. Es gibt Ferien, da kommen sie auch mal her, aber ich sehe das problemlos. Ich war das eine Meldung da hinten, Frank Hornert, vorhin? Oder nein? Die wollen wir machen. Gibt es denn eine bevorzugte Grundordnung, ein bevorzugtes System bei Ihnen? Nee, also ist ja auch so, man spricht immer von Formationen vielleicht oder von Grundordnungen, aber das ist dann auch alles schwimmend und man kann das heute nicht mehr direkt sagen, ob es eine Viererkette ist, ob es Dreier- oder Fünferkette ist. Also es ist, mit Ball ist das oft verschieden. Es gibt Leitplanken, die wir dann auch vorgeben, die wir leben. Und das will ich dann im Spiel dann auch sehen. Und dann denke ich auch, dass dieser Weg mit dem Neubeginn, Neuanfang dann auch seine Zeit braucht. Das ist einfach so. Seine Zeit dann auch braucht. Aber das wird dann gut werden. Aber bestimmte Formationen will ich mich nicht drauf festlegen. Dann Daniel Mau. Vielleicht können wir das auch gleich nochmal den Geschäftsführer Sport fragen. Aber erstmal an Sie die Frage, wie sehr konnten Sie denn auf die Kaderplanung schon Einfluss nehmen? Das war wahrscheinlich in den Gesprächen ja ein großes Thema. Und ein paar Tage sind Sie ja nun auch schon im Amt. Ja, also wir haben, wie gesagt, die letzten Tage, das war top. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Wir haben auch schon, wird Peter dann nachher noch was vielleicht dazu sagen oder auch nicht, also auch positives Feedback erhalten und wird auch vielleicht die nächsten Tage der ein oder andere dann auch veröffentlicht. Aber wir haben uns da abgestimmt. Das hat man ja natürlich auch in dem ersten Gespräch oder im zweiten Gespräch dann auch abgesteckt, welche Spieler man dann auch, oder welche Spielertypen dann auch. Einer hat das Attribut mehr, der andere das Attribut mehr, hat man abgesteckt, was man so möchte. Und man weiß es ja auch aus der Vergangenheit, wie man so spielen möchte. Und von dem her sind die Ideen nicht ganz, ganz weit auseinander, dass der eine mal die Idee hat, dass der andere mal die Idee hat. Aber ich denke, dass wir die nächsten Tage da hoffentlich dann auch Vollzug melden können. Die Frage, welchen Spieler würden Sie gerne unbedingt halten? Mit Fabio Kaufmann hat ja gerade einer sich schon verabschiedet, den Sie wahrscheinlich auch noch ganz gerne in der Mannschaft gehabt hätten. Ne? Klar, Fabio kenne ich. Das war ein Topspieler, war ein Garant dafür, auch für den Aufstieg in Würzburg damals. Hat sich auch in dieser Saison oder in diesen zwei Jahren top entwickelt, nochmal entwickelt. Und das mit 27, also ich glaube, nicht älter machen, aber ich glaube 29 jetzt. Und wäre natürlich schon ein Spieler gewesen, wo wir gerne gehalten hätten. Aber der hat auch, wir sind ja immer im Austausch mal gewesen und der hat klar gesagt, dass er dann auch zweite Liga, wenn er die Chance hat, nochmal spielen möchte. Ich will mich jetzt auch nicht unbedingt auf Spieler hier festlegen, weil wir da auch in Gesprächen sind, um nicht, dass wir dann auch den Preis hochtreiben oder wie auch immer. Und von dem her haben wir ganz klare Vorstellungen und mit den Spielern ist man in Kontakt. Dann einmal die Kollegin von Radio 38. Schlägt so ein bisschen mit in die Kaderkerbe. Es gab ja gerade von den Fans auch in der vergangenen Saison öfter mal die Kritik, dass es zwischendurch den Eindruck gemacht hat, es wäre mehr so ein loser Haufen und weniger eine wirkliche Mannschaft. Haben Sie denn da einen Plan, wie Sie da vielleicht, was Sie machen wollen, damit sich das wieder ändert? Ja, ich denke, das muss man von Anfang an klar ansprechen. Das ist auch so, dass man solche Spieler dann, Typen dann auch suchen, die sich da komplett auch unterordnen, dass sie ja frustriert sind, wenn sie mal nicht spielen.
es gehört dazu, dass sie auch eine Reaktion zeigen. Es ist aber, wie ich glaube, eingangs schon gesagt habe, Team von oben angefangen bis zum Letzten und es spiegelt sich dann auch auf dem Platz und das leben wir vor und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wer da ausschert. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Lass Rücker. Sie haben das ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Braunschweig, ein sehr emotionaler Standort. Sie haben es als Gegenspieler oder gegnerischer Trainer erlebt. Jetzt sind Sie hier. Das birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass hier die Erwartungshaltung schnell steigt. Wie wollen Sie das moderieren? Ich das moderieren will, das werden wir auf uns zukommen lassen dann auch. Es ist nur so, dass man Step by Step das Ganze angehen muss, dass man nicht zu viel erwarten darf am Anfang, weil, wie gesagt, dann einige neue Spieler dann auch kommen. Man braucht ein gutes Grundkonstrukt, man braucht aber, darf nicht nur Häuptlinge haben, man braucht auch Indianer. Das liegt an uns dann auch, wie wir es moderieren müssen, positive Schlagzeilen oder andere dann auch. Und ich will da gar nicht zu viel jetzt drüber nachdenken. Dann jetzt mal die Frage an den Geschäftsführer Sport zum Kader von außen oder von vielen Fans. Sie waren so ein bisschen unruhig, weil bisher noch sehr wenig auf dem Tableau steht. Wenn wir richtig informiert sind, 10 Profis zumindest offiziell, die unter Vertrag sind. Ist intern vielleicht schon ein bisschen mehr passiert, als nach draußen gedrungen ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir, ich sag mal, zwischen 75% und 80% des Kaders komplett haben. Aber es ist manchmal kontraproduktiv, beziehungsweise wir schaden uns vielleicht in mancher Hinsicht selber, wenn wir die Spieler zu früh rausgeben an die Öffentlichkeit. Deswegen haben wir das etwas noch zurückgehalten, weil es ist wirklich so, dass man sich da in manchen Situationen, der Michael hat es ja auch gerade schon mal angeschnitten, wenn man dann verschiedene Positionen schon mal nach draußen gibt und dann ist man mit anderen Spielern, die auf der gleichen Position spielen, in Gesprächen. Das kann möglicherweise die Gespräche doch belasten und zu anderen Entscheidungen führen. Ja, nochmals, wir sind da nah an 80%, wo wir die Mannschaft stehen haben. Ist nicht so, wie manche denken, dass wir die letzten 14 Tage im Bett gelegen haben, sondern wir waren die letzten 14 Tage jeden Tag 16 Stunden unterwegs mindestens und haben uns darum gekümmert. Sonst wären wir jetzt nicht so weit. Das haben wir auch im Vorfeld, als wir noch um die Situation letzte Saison gespielt haben, haben wir das schon frühzeitig eingeleitet, dass wir gewisse Szenarien auch im Kopf haben. Und insofern müssen sich die, Denise, es schimpft mit mir auch immer, dass wir das machen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, um vielleicht die ein oder andere Entscheidung nicht dadurch nochmal zu beeinflussen. Ja, es wird dann eben in kurzer Zeit sehr viel kommen und weil wir einfach da dieses Szenario im Kopf haben, dass da die Entscheidungen beeinflusst werden können und deswegen halten wir das so ein bisschen zurück, aber Denise wird sicherlich auch in den nächsten Tagen nochmal Futter bekommen, um da die ersten auch bekannt zu geben. Dann immer. Vielleicht an Sie beide die Frage gerichtet, wie ist der Stand der Planung der Vorbereitung? Also Trainingslager, wird es sowas geben? Wann ist Trainingsstart anvisiert? Ist da schon, herrscht da schon Klarheit? Und vielleicht noch die Frage, wie viele Spieler erwarten Sie zum Trainingsauftakt? Würde ich sagen. Geplant. Es kann aber trotzdem sein, dass wir irgendein Trainingslager machen. Das ist zumindest der Wunsch von Michael. Die Trainingslager sind heute so ein bisschen so gestaltet, ja, dass wir hier hervorragende Bedingungen haben. Wir haben viele neue Spieler. Ja, da ist nichts, was sich schon abgeschliffen hat. Deswegen ist uns das Wintertrainingslager da wichtiger an erster Stelle als ein Sommertrainingslager. Wie gesagt, es kann aber sein, dass wir kurzfristig nochmal ein paar Tage dann unterwegs sein werden. Ist auch so ein bisschen, wie schon gesagt, der Wunsch des Trainers.
Und wir werden versuchen, mit einer möglichst hohen Anzahl von Spielern zu beginnen. Und da bin ich optimistisch, dass wir vielleicht in der ersten Trainingswoche noch 2, 3 haben, die wir dann noch, mit denen wir noch in Gesprächen sind, weil auch das eine oder andere sich noch ein Stück weit ergeben muss. Aber ein Großteil des Kaders, denke ich mal, wird am Trainingsauftakt 20. Juni schon dabei sein. Dann Klaus Rücker. In der sportlichen Führung stimmen sich ja, glaube ich, gerade mindestens 3 Personen zumindest immer ab, was Trainer, Team und Spieler auch angeht. Ich glaube, Dennis sitzt ja auch hier mit im Raum. Wie sind da die Aufgaben jetzt unter Ihnen 3 abgesteckt? Konnten Sie sich schon so ein bisschen aufeinander einspielen? Sag du mal was. Also, ich habe gedacht, dass du jetzt antwortest. Ah, nee, ich kann ja auch antworten. Wir 3, ich denke, dass wir jetzt täglich auch Kontakt gehabt haben, dass wir öfters zusammensitzen, dass die Aufgaben schwimmend sind, sage ich mal. Manchmal schaut der nochmal da drauf oder holt sich da nochmal Informationen an, manchmal der andere auch, weil er was anderes zu tun hat. Aber es werden so viele Informationen dann auch von zum Beispiel Spielern eingeholt, wo wir schon viele Infos haben, aber wo wir noch mal was wissen wollen, um dann abzuwägen, ist der Richtige. Und ich denke, jeder gibt da Vollgas, was auch wichtig ist. Und was da genau gearbeitet wird, müssen wir mal vielleicht zum anderen Termin dann auch noch sagen. Aber es ist auf jeden Fall zielführend und das ist das Wichtigste. Willst du noch was ergänzen, Peter? Ja, wie gesagt, es ist auch eine sehr zeitintensive Situation, also einen Spieler zu verpflichten, das ist ein Kraftakt, weil am Ende hat man es ja mit einem Berater und einem Spieler zu tun, aber hauptsächlich mit dem Berater, da geht es letztendlich immer um Geld, das kann sich ja jeder vorstellen und da ist es so, dass wir natürlich eine hohe Anzahl von 1A-Spielern haben wollen. Ja, aber es ist auch so, dass wir uns gewisse Spieler auch nicht leisten können und manchmal muss man an dem Regal, wo man reingreift, muss man sich hinten anstellen, bis man vielleicht auch vorne rankommt. Da gehört ein bisschen Geduld zu, da gehören auch gute Nerven zu, das zu machen, sich dann auch nicht da beeindrucken zu lassen durch andere Vereine. Und ich glaube, dass wir aktuell ganz gut unterwegs sind, aber uns an den Regalen anstellen müssen, wo wir auch die Rechnung bezahlen können. Und in der Zusammenarbeit ist es wirklich so, dass wir treffen uns morgen, versuchen einzelne Spieler durchzusprechen. Und ich glaube, nach dieser eigentlichen Transferzeit, dann kommt eigentlich die Situation, dass der Trainer seinen Job machen muss, dass Dennis seine Aufgaben hat, die er auch verwirklichen will. Wir haben ja da auch gesprochen von Scouting-Abteilung, die der Dennis auch aufbauen soll und will. Und dann habe ich wieder meine Arbeit als Geschäftsführer und so. Dann fängt eigentlich erst die Arbeit. Im Moment geht es darum, eigentlich in dieser Dreierkonstellation bestmögliche Informationen über die Spieler zu bekommen, die natürlich über aktive Anrufe bei Trainerkollegen, eben auch durch Daten und so weiter dann auch stattfinden, um eine möglichst hohe Sicherheit zu haben, dass wir so fehlerlos wie eben möglich arbeiten. Ganz ist es nicht möglich, aber jeder von uns hat gute Kontakte und die versuchen wir zu nutzen, um genau diese Dinge dann auf dem Markt so zu sondieren zu können, dass sie für uns als Eintracht Braunschweig am Ende passen. Lars Rücker. Dann gehe ich doch mal ein bisschen weg vom Sportlichen. Herr Schiele, konnten Sie schon ein bisschen was von der Stadt sehen? Haben Sie schon eine Wohnung gefunden? Und was machen Sie, wenn Sie aus dem Büro bzw. vom Trainingsplatz rausgehen? Was macht Michael Schiele gerne in seiner Freizeit? Also jetzt in der Tat noch nichts gesehen, nur durchgefahren. Und bleibt auch nicht mehr so viel übrig dann auch jetzt gerade mit der Zeit. Aber sonst, ja, ich mache auch immer wieder mal Sport, wenn es das Ganze mal eingespielt hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dann vielleicht auch mal den Kopf abschalten,
klar, kommen viele Telefonate auch noch dazu. Aber sonst, so Buchlesen möchte ich, habe ich mir vorgenommen, vielleicht auch mal öfters zu machen, aber das, was dann kommt, das, was wir Bock drauf haben, vielleicht auch mal was essen gehen, das wird so das sein, was uns dann noch während dem Trainingsbetrieb, während dem Spielbetrieb, während den täglichen Aufgaben dann auch, oder was ich dann noch gerne mache. Dann immer. Wir können noch mal enger zusammenrücken, die beiden. Jetzt liegt es ja, ist es klar, dass nach so einem Abstieg so ein Club stimmungsmäßig auch am Boden liegt. Glauben Sie, das wird dann nochmal für Sie eine besondere Herausforderung? Kann man das als Trainer, unabhängig jetzt von Ergebnissen, irgendwie beeinflussen, dass wieder so ein bisschen eine gewisse Euphorie, ist vielleicht zu viel gesagt, irgendwie gleich beim Auftakt, aber zumindest mehr Zuversicht vorhanden ist? Ja klar, sind die Ergebnisse immer wichtig, aber jetzt haben wir noch 6 Wochen bis zum ersten Spieltag dann auch. Dann muss eine gute Vorbereitung dann auch sein. Da gibt es auch Ergebnisse, aber die Ergebnisse in der Vorbereitung, ja, zählen nicht für das Tableau dann nachher auch. Aber es ist schon auch wichtig für das Selbstvertrauen dann auch jedes Einzelnen, oder dass auch der Verein und die Fans dann auch sehen, was ich entwickeln kann. Die Art und Weise ist für mich immer ganz wichtig, dass es viele, ja, Punkte gibt, die wir abrufen wollen in so 90 Minuten, was wir dann auch unter der Woche trainieren. Und wenn wir diese Punkte dann auch abliefern, dann sind wir nicht weit weg von 3 Punkten. Und kriegen wir das auf den Platz, haben wir große Chancen, die zu holen. Wenn nicht, muss man sich Gedanken machen und dann vielleicht an der einen oder anderen Schraube auch wieder zu drehen. Und Ergebnisse sind nachher wichtig, um das Ganze, ja, Resultate, Ergebnisse, um eine positive Grundstimmung auch zu haben. Aber ich denke, dass ich ein positiver Typ bin, dass ich nur positive Menschen hier auch kennengelernt habe, so schwer wie es auch war, die vor 2-3 Wochen, wann das auch war. Aber wie gesagt, man muss nach vorne schauen. Sehr, sehr wichtig. Dann schaue ich nochmal die Radiokollegen hinten in der letzten Reihe. Dann Frank Konrad von Radio SAW. Na bitte. Dankeschön. Ja, welcome in Braunschweig, muss man auch mal sagen. Haben Sie sich ja selbst an der Deadline gesetzt, zu sagen, bis zu dem Zeitpunkt will ich wirklich 90% der Spieler haben, dass Sie sagen, das ist jetzt der Kader, mit dem fangen wir an und mit dem werden wir die ersten Spiele erstmal gut bestreiten? Eine Deadline hab ich mir nicht gesetzt, aber man möchte so schon ein gewisses Konstrukt dann auch haben, um dann das erste Spiel bestreiten zu können, dass auch die Automatismen oder die Abläufe dann auch bei jedem Einzelnen dann auch drin sind. Aber wir werden den Kader jetzt auch nicht gleich zu Beginn dann voll machen oder in der ersten Trainingswoche, weil der ein oder andere immer wieder mal dann noch aufschlagt oder kannst du vielleicht auch anschauen noch oder kannst du auch mal kommen lassen, wie er als Typ so ist, dass man sich, wenn man sich ein bisschen, ja, nicht sicher ist, sage ich mal, dass man den dann auch noch kennenlernt und der von oben vielleicht dann auch, die jetzt noch warten auf die zweite, auf die erste Liga womöglich, wo es dann nicht ganz reicht und wo wir dann sagen können, okay, der könnte bei uns passen. Fans sind Sie ja gewohnt, also auch in der, wie ist das noch, Kompetenz in Schrott, sozusagen mal bei dem Sponsor, wo die Fans ganz toll waren und, sage ich mal, auch die weltberühmte Holler Axtruppe. Das ist ja eigentlich alles sehr viel Tradition. Hat das für Sie auch eine Rolle gespielt, zu sagen, wenn ich den nächsten Job ansteuere, möchte ich gerne so einen Verein haben, wo die Fans den Verein noch leben? Auf jeden Fall. Das ist so der nächste Schritt dann auch. Das war in Würzburg noch anders. Das ist hier was ganz anderes. Das ist ein großes Schiff, nämlich immer eine große Fanbase dann auch dahinter. Die sind, wie sie sind, aber die dich nach vorne peitschen und da habe ich voll Bock drauf und das war schon auch ein Kriterium so in meiner Analyse, in meinem Werdegang dann auch, was der nächste Step dann auch ist und da war ein ganz, ganz großer, ganz große Adresse Eintracht Braunschweig und ich bin froh, dass es geklappt hat. Sehr gut. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Das sieht offensichtlich nicht mehr so aus. Dann haben wir noch, ich hatte ein paar Fanfragen, die uns über Twitter erreicht haben. Ganz viel zum Thema Kaderplanung haben wir ja schon weg. Deswegen bleibt auf meinem Zettel gar nicht mehr so viel über. Vielleicht trotzdem nochmal, der Kiwi möchte wissen, wenn du länger bei uns bist, wirst du sehen, das ist einer unserer fleißigsten Twitterer und treuesten Twitterer. Auf welches Profil, auf welche Fähigkeiten werden bei den Neuverpflichtungen denn besonders geachtet? Geht es eher um passende Personalitäten für das Teamgefüge oder um möglichst fertige Spieler?
Ja, es ist immer auch wieder bei so Attributen drin. Also es geht um Personalitäten auf jeden Fall, die dann auch schon was mitgemacht haben, die dann aber nicht unbedingt 30 Jahre alt sein müssen, sondern es können auch jüngere Spieler sein, die sich komplett hier die Aufgabe wissen, um was es geht, die DNA, was der Verein vorlebt, was ich in meinem Spiel sehen möchte, das auch leben. Und ob das dann 20-Jähriger ist, dann 26, 28-Jähriger ist dann mal egal. Wichtig ist, dass die hier reinpassen, Teamgefüge wie auch Qualität. Und dann haben wir noch eine Frage von Tobi, wahrscheinlich dann eher an Peter Vollmann, wie das Thema Zielsetzung für die Saison für die dritte Liga aussehen wird. Ja, wir haben das letztendlich schon ein bisschen auf 2 Jahre abgestimmt, sowohl wirtschaftlich auch als sportlich. Wir haben erstmal versucht, jetzt die nächsten 2 Jahre durchzufinanzieren, was für uns natürlich sehr, sehr wichtige Grundlage ist, um auch im ein gewisses Kaderbudget zu haben, das wir nutzen können. Und die sportliche Zielsetzung ist natürlich, und das ist auch mit dem Michael so abgesprochen, dass wir weitmöglichst oben dran bleiben wollen und versuchen wollen, irgendwo diese ersten 8 Plätze in irgendeiner Form sehen. Ich weiß, das ist eine lange Spanne, aber wie gesagt, im zweiten Jahr haben wir sicherlich unsere Ziele etwas höher angelegt und wir wissen natürlich auch nicht, wie die Mannschaft sofort funktioniert, aber ich denke, ein seriöses sportliches Ziel ist das, was ich gerade genannt habe. Ja, und wer die dritte Liga kennt, da kann man mit 3 Punkten... Und können wir sehr gerne auch das. Ja.